So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars 2 Black Hole Rising Advance Kampagne. Kenji ist heute auch wieder mit dabei. Hallo. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Moment, ich muss noch Skype ausschalten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So. Entschuldigung dafür. Wir müssen heute noch eine Fabrikmission machen, nämlich die von Yellow Comet. Und ja, wir haben mal wieder Adder als Gegner und es gibt für mich keine bessere Wahl als Kanbei für die Yellow Comet Seite. Und weil wir Unterstützung von Orange Star haben, dürfen wir auch Andy, Max oder Tammy noch mitnehmen. Für diese Mission nehme ich allerdings Andy mit. Ich brauche hier etwas, was mit allen Einheiten gut umgehen kann. So. Dann wollen wir doch mal. Okay. So. Mein erstes Ziel ist, diese Basis hier einnehmen. Eventuell die hier davor, je nachdem, wie viel Gegenwehr wir da vorne haben. Erstmal ein bisschen Infanterie bauen hier. Mit Andy können wir am Anfang erstmal nicht viel machen. Das ist aber schön von ihm, dass er mir entgegenkommt. Nicht mal einen Schadenspunkt bekommen hier. Das ist ja super. Ja, bis dahin kann ich. So, erstmal die Mech hier. Du besetzt mir hier keine Basis. Okay. Nachdem er mich an die Basis da hinten erstmal nicht ranlässt, müssen wir halt erstmal die da unten besetzen. Hauptsache, wir haben da vorne erstmal eine. An die Artis lässt er mich immer noch nicht ran. Ja, die zieht er immer schön so, ne? Ja. Und
Ich spare jetzt ein bisschen Geld, ich brauche einen Medium Tank. Den Medium Tank baue ich nächste Runde. Vielleicht machen wir sogar einen Neo Tank draus. Ach, das hat er mal wieder sehr schön gemacht hier. Aber hilft nichts, auch wenn er mal das Ding abschießt. Ich brauche den Flughafen da oben. Dann müssen wir halt jetzt auf dem U-Boot sparen. Entweder ein U-Boot oder wir holen uns gleich einen Bomber oder sowas. Wäre fast schlauer. Er kommt da so oder so hin, ne? Schickt diesmal alle Schlachtschiffe zu Andy rüber. Macht er sonst aber nicht. Normalerweise geht immer mindestens eins zu Kanbei. Okay. U-Boot oder Bomber? U-Boot oder Bomber? Ich wäre eigentlich ehrlich gesagt für einen Bomber.
Das ist das Schöne, wenn man Kanbei spielt. Ja? Was ist das Schöne, wenn man Kanbei spielt? Man kann ziemlich alles mit seinen Neotanks one-hitten. Bei den da lasse ich mal lieber hier. Überleg's mir, dass ich nächste Runde vielleicht mal ein kleines Moralmobil mache. Einfach, dass ich da mal durch die ganzen Reihen durchbrechen kann. Ja, ich glaube, das machen wir. Allein schon, damit ich den hier damit one-hitten kann. Hier mal fertig besetzen. So, dann haben wir jetzt noch einen Kampfpanzer und dann war es das erstmal für die Runde mit Kanbei. So, jetzt wieder mit Andy. Einfach noch ein bisschen mehr Infanterie spammen, damit seine Schlachtschiffe eventuell davon abgelenkt werden. Eine Superhader. Na gut, macht mir jetzt nicht sonderlich viel aus. Kanbei hat ein Moralmobil drin. Wenn er den jetzt angreift, ist er selber schuld. Hat es nicht mehr geschafft, die Infanterieeinheit da hinten noch komplett wegzukriegen.
schick mir den auch mal darunter. Arbeiten wir uns da mal ganz langsam dadurch. Je weniger Einheiten er hat, desto besser. Bauen wir mal noch einen Tank. Okay. Das war's mit Andy erstmal. So, erstmal den da wegmachen. Dann der Kopter, der muss auf jeden Fall weg. Und so langsam können wir uns da schön durcharbeiten. Langsam Richtung Pipeline. Je nachdem, wer von den beiden jetzt zuerst an der Pipeline ist, darf sie kaputt machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt mit Kanbei oder mit Andy schaffe. Andy hat die bessere Grundposition, aber wer weiß. Edda hat diesmal eine Menge Sachen Richtung Andy geschickt. Kann sein, dass ich das diesmal sogar mit Kanbei eher schaffe. Ich spare mal noch auf einen weiteren Neotank. Ja, nur bei mir geht's nicht weiter. Hat sich die Bildschirmübertragung aufgehängt? Ja, der hängt bei mir im letzten Kampfbild. Okay. Immer noch? Ja. Tja. Was tun? Soll ich mal ganz schnell die Aufnahme anhalten und einfach mal die Bildschirmübertragung abbrechen und dir eine neue geben oder so? Oder was soll man machen? Ja, komm mal mit. Moment mal, ach, das kann ich auch einmal mal ganz kurz so machen.
Jetzt sieht man zwar Skype hier, aber ist egal. So. Ups. So, siehst du jetzt wieder was? Ja, ich sehe wieder was. Okay, sehr schön. Jetzt habe ich zwar Skype in der Aufnahme mit drin, aber was soll's? Der hat da keine Flugabwehr da hinten, außer dieser. Der Kreuzer, das ist das Einzige, was der flugabwehrtechnisch gerade hier da hat. So. Mit Andy war es das dann erstmal wieder. Das finde ich ja sehr nett von ihm, dass er seinen Neotank hier gleich mal in die Reichweite von meiner Arti stellt. Die Missile, da ist mir nicht mal wirklich gefährlich. Ich habe mit Kanban nicht mal einen Flughafen. Warum steht die dann da? Was weiß ich. Jetzt musste ich selber mal ganz kurz überlegen, wie in welcher Reihenfolge ich die zwei da angreifen muss, damit ich beide Captures verhindere. Aber gut. So, das war's dann erstmal von Kanbei. Fünfundachtzig, das ist okay. Und ich habe eine Super. Mit Andy jetzt aber gerade nicht viel. Ich habe keine Einheiten, die irgendwie genug beschädigt werden, dass das dessen super rechtfertigt. Er kommt wieder mit seiner Co-Power. Mit der Super kommt er gleich. Oh. Aber gut, die viel Unterschied ist da sowieso nicht.
Der hat sich voll auf meine Infanterieeinheiten verschossen. Lohnt das oder lohnt das nicht? Ja. Das lohnt. Lohnt? Aha. So. Den hier kriege ich jetzt vor allem mal weg. So, jetzt habe ich da keine blöde Blockade von dem Teil mehr. Der Kopter da muss weg. So. Wenn wir schon den Kampfpanzer da haben. Ach komm. Ab auf den Neotank. Das bringt dann doch noch ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt versuche, den Neotank da wegzumachen. Dann habe ich den da unten ja schon mal ganz gut dezimiert. Nicht, dass mich das U-Boot jetzt sonderlich großartig stören würde, aber ich will es einfach weghaben. Ja, warum nicht, ne? Ich brauche vielleicht auch noch ein Schlachtschiff irgendwann demnächst.